Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um den neuen Monitoring-Bericht der Bundesnetzagentur für das Berichtsjahr 2021. Der ist jetzt erst vor wenigen Tagen rausgekommen, nämlich am 15. März veröffentlicht worden. Das ist jetzt eine gute Woche vor Zeitpunkt der Aufnahme. Wir verlinken den natürlich unten in der Videobeschreibung. Und ja, wenn ihr dann so anfangt, so ab Seite 6 kommt das Vorwort, ein paar Seiten, ich sag mal, bla bla. Und dann kommt aber ab Seite 11 Kernaussagen. So, und das sind auch nur 5, 6 Seiten. Wer sich überhaupt erstmal ein allgemeines Bild davon machen will, was hier passiert ist in diesem Berichtsjahr, der kann sich das hierüber einfach mal anschauen. Das ist wirklich nicht uninteressant. Dabei ist immer zu beachten, das Berichtsjahr 2021 ist eigentlich auch nicht ganz richtig. Der Monitoring-Bericht 2021 schaut sich eigentlich eher noch die Entwicklung von 19 auf 20 an. Ganz streng genommen. Und triggert eigentlich auch nur so ein bisschen, was dann im Folgejahr noch so passiert ist. Dann kommt man zum Inhaltsverzeichnis. Und das ist dann natürlich schon mal ganz spannend. Wir haben dann hier nämlich Römisch 1 Elektrizitätsmarkt. Das könnte zum Beispiel dann ganz interessant und spannend sein. Und dann sieht man so die Unterteilung in A, B und C und so weiter. Das ist dann wiederum die, ich sag mal, Tätigkeitskategorie innerhalb des Elektrizitätsmarkts. Ne? Entwicklung allgemeiner Natur, Erzeugungsseite, also eher Kraftwerke, Netzbetrieb, Systemdienstleistungen, weitere Netzthemen wie Regelenergie. Hier sehen wir auch noch Sekundärregelenergie, Ausgleichsenergie stand hier auch irgendwo noch mit dabei. Handel. E und F und außerdem noch G. G ist ein Einzelhandel, das ist dann mehr so die Versorgungsseite, könnte man sagen. Ne? Also ich hätte auch hier so Lieferantenstrukturen, Anbieteranzahl, nicht uninteressant. Wie viele Anbieter gibt es denn überhaupt im Strombereich? Das wird dann hier zu lesen sein. Und H, Mess- und Zählwesen, ne? So Smart Metering-Entwicklung im Strombereich, super interessant. Römisch 2 Gasmarkt, ähnlich unterteilt, Entwicklung, Aufkommen von Gas, Netze, Regelenergie, Großhandel, Einzelhandel, Mess- und Zählwesen. Dabei wichtig, Betrachtung 2020, Berichtsjahr 2021, da ist die aktuelle Entwicklung mit dem zurückgehenden und dann endenden Import von Gas aus Russland natürlich überhaupt nicht drin, keine Frage. Und wichtig auch, selbst die Preisentwicklung Ende 2021 sind ja streng genommen hier nicht betrachtet, ne, weil wir uns die Entwicklung von 19 auf 20 anschauen. Römisch 3 übergreifende Themen, viel mehr ist dann auch nicht mehr übrig. Wir sehen ja auch, wir sind schon auf Seite 473, ne? Also auch nicht erschrecken, wenn es hier 540 Seiten sind. Man muss sich das ja nicht alles durchlesen. Übergreifende Themen, Markttransparenzstelle, weitere Sachen wie jetzt REMIT, Marktstandardenregister, Netzbetreiberprüfung, das kann man sich anschauen, wenn man wirklich einen Deep Dive machen will in die Tätigkeiten, in die Aufsichtstätigkeiten, aber für viele wird das nicht so interessant sein. Aber wie gesagt, habt mal keine Angst vor diesen 540 Seiten. Niemand liest sich die in Gänze durch, sondern man sucht sich eben die Themen, die man will. Hier am Anfang die wichtigen Zusammenfassungen, das kann man sich ruhig mal anschauen. Das sind ja auch wirklich jetzt nur ein paar Seiten gewesen, 5, 6, 7 Seiten. Und dann würde mich jetzt meinetwegen interessieren, Smart Metering Entwicklung im Strom. Also gehe ich hier auf Römisch 1 und dann H, Mess- und Zählwesen, Seite 316. Und dann ist das Schöne, neben diesem Fließtext gibt es so viele Grafiken, Tabellen und Diagramme und so weiter. Damit kann man schon ganz gut arbeiten. Ja, wie viele Netzbetreiber gibt es und wie viele davon machen auch was mit Smart Metering? Ja, durchaus einen Unterschied zu sehen. Und auch hier, wie viele Messstellenbetreiber im wettbewerblichen Sinne gibt es denn eigentlich? Ne? Wie viele davon sind Lieferanten, so gute 50? Und wie viele sind was Drittes, also irgendein Startup oder sowas, ne? Nochmal so 30, die mit intelligenten Geräten arbeiten. Das ist nicht uninteressant als Entwicklung für dann hier das Jahr 2020. Oder auch hier sowas, ne? Anzahl der Netze mit Anzahl der Messstellenbetreiber, der dritten, also wettbewerblichen Messstellenbetreiber. Und es gibt halt praktisch die meisten Netze, das hier oben ist die Anzahl der Netze, die zwischen 11 und 30 Messstellenbetreiber in ihrem Netzgebiet haben. Das ist eine unglaublich interessante Entwicklung. Das heißt schlussendlich, dass mittlerweile ein ernsthafter Markt entstanden ist rund um Messstellenbetrieb. Und eben die meisten Netze sagen, wir haben irgendwas zwischen 10 und 30 oder meinetwegen noch 50 verschiedene Messstellenbetreiber bei uns, die da schon unterwegs sind. Das ist eine Entwicklung. Oder hier Anzahl von Anlagen in den jeweiligen Bundesländern, Anzahl von insgesamt Anlagen, die bebaut werden müssen irgendwann mal.
verschiedene Tätigkeitsausprägungen, Zusatzleistungen, die da in Frage kommen, als vielleicht auch Geschäftsmodellansatz, Abrechnung getrennt, eingesetzte Technik, auch das nicht ohne zu sein, eingesetzte Technik. Ferraris-Seder hier schlussendlich, also ein Tarif Ferraris-Seder, immer noch 33 Millionen und die Entwicklung von 19 auf 20 mit 36 Millionen auf 33 Millionen, das ist eine riesige Änderung. HTNT, ne, also zwei Tarifzähler, immer noch 2 Millionen Stück, ne, ein bisschen weniger geworden. Und dann so die nicht modernen, also die nicht Smart Meter, die aber trotzdem elektronisch sind, immer noch eine ganze Menge. Dann so die einfachen modernen Messeinrichtungen, hier sind also über 3,5 Millionen dazugekommen. Da sieht man das so die Entwicklung. Dann sind das so die ED1140er, wer sich damit auskennt, ne? Also das sind die nicht smarten Kommunikationszähler und die richtig intelligenten Messsysteme. Das ist auch super interessant, von knapp 1000 auf etwa 27.500 innerhalb dieses Jahres. Das ist eine deutliche Entwicklung. Aber man muss auch bedenken, das ist schon wieder eine Weile her. Kommunikationstechniken, die genutzt werden, ne? Mobilfunk immer so als das Größte, auch hier Powerline hat durchaus wirklich eine Bedeutung. DSL dann schon weit hinten und sonstige Technologien nochmal ein bisschen weiter hinten. Dann im RLM-Bereich auch nochmal, da natürlich der riesige Unterschied. Mobilfunk ist ja ganz, ganz vorne, weil natürlich die Zählerfernauslesung für die klassischen Industrie-RLM-Zähler findet ja über GSM-Module, die damit angebaut sind, statt. Also da ist eine SIM-Karte, die einfach überträgt. Das ist ja ganz, ganz typisch. Innovationen, das ist immer so ein bisschen Geschäftsmodellansatz, durchschnittliche Preise, die dort aufkommen, ne, immer so knapp unter der Preisobergrenze, wo man auch sagt, das ist hier im geringsten Bereich mit 22 Euro. Auch nicht so weit weg von Ferraris-Zählern, die kosten immer so zwischen vielleicht 8 und 12 und 15 Euro, irgendwie sowas. Ein bisschen höher, klar, aber bei der höchsten optionalen Einbaubereich, bei bis zu 6.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch, liegen wir halt schon bei 55 Euro durchschnittlich. Und das ist deutlich mehr. Das ist das 5, 6, 7, 8-fache dessen, was ein Ferraris-Zähler bisher gekostet hat, als Messentgelte, könnte man sagen. Weitere Leistungen, regulatorische Kosten, die dazu kommen, bla bla bla. Na, also so haben wir uns jetzt relativ schnell und schlank einen der Themenbereiche angeschaut, Messwesen in diesem Fall. Wer jetzt nicht so gezielt nach einem Thema suchen will, fängt wirklich mit dieser Zusammenfassung am Anfang an. Ich glaube, seit 11 bis 16 war das jetzt so, ne? 5, 6 Seiten Zusammenfassung, kann man sich wirklich mal komplett durchlesen und dann nach dem Thema suchen, sind es halt eher die Versorger, eher die Netze, eher die Regelenergieansätze, eher Messwesen, eher Strom oder Gas. Und dann in die Kapitel mal reinspringen und sich das genauer anschauen. Plus natürlich der Tipp, am Anfang ist ja auch ein Tabellenverzeichnis und ein Abbildungsverzeichnis gewesen. Das ist auch für mich dann oft so ein Ding, wenn ich mich so einem Dokument ja in Gänze vielleicht widmen will, gehe ich eben auch nicht durch die 540 Seiten, sondern gehe hier immer ans Ende des Inhaltsverzeichnisses und suche dann hier, genau, das Abbildungsverzeichnis, Tabellenverzeichnis und habe auf diesen 17 Seiten ja, Begrifflichkeiten, die nicht uninteressant sind. Und dann, wenn ich dann sage, okay, mich interessiert jetzt die Ausbauziele für Biomasse, dann gehe ich halt auf diese Abbildung. Ja? Aber so finde ich die Themen, die mich interessieren. Und da kann man wirklich mal durchscrollen und schauen, ob hier Themen stehen, die wirklich, wirklich spannend sind. Okay, soweit erstmal zum neuen Monitoring-Bericht der Bundesnetzagentur, der jetzt veröffentlicht wurde. Wie gesagt, der Bericht ist zwar für 2021, aber der zeigt dann die Entwicklung für das Jahr 2020. Daher, naja, ist das alles eine Weile her, aber das sind jetzt die verlässlichen Daten. Was von der Bundesnetzagentur kommt, ist dann auch erstmal so. Ne? Das ist für uns als oberste Bundesaufsichtsbehörde natürlich genau die Stelle, die das Entscheidende uns eben rübergibt. Ne? Also, was die BNSA veröffentlicht, das ist dann erstmal Gesetz. Und dementsprechend schaut euch ruhig mal diesen Monitoring-Bericht an, scrollt mal durch, sucht euch die Themen raus, die wirklich interessant sind, kann man immer wieder machen. Beachtet dabei nur halt, es geht halt immer um die Entwicklung bis Ende 2020. Naja, das ist aber trotzdem nicht ganz uninteressant. Okay, wir verlinken das Ganze, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Dann gerne wie immer Fragen in die Kommentare schreiben, Daumen nach oben, abonnieren, Glocke aktivieren und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.